Hallo, meine Lieben. Ja, ich bin ein wenig vom Winde verweht. Wir haben gerade Ende des Monats und es ist totaler Sturm hier in Nordrhein-Westfalen. Aber ich kann jetzt zu Hause bleiben und schön meine Monatsfavoriten abdrehen und das wollte ich jetzt auch tun. Ich fange am besten an dieses Mal mit Parfüm und zwar habe ich diesen Monat extrem zwei Parfüms verwendet und zwar einmal das Hypnotic Poison von Dior. Das trage ich auch heute wieder und ja. Ist halt ein Duft, den der halt sehr, sehr, sehr intensiv, orientalisch, sinnlich ist. Schwer. Und da gibt es halt noch ein anderes, ja, was genau dasselbe ist, halt nur nicht ganz so orientalisch. Und das ist Alien, der ist leider hier oben kaputt. Aber ja, Alien und Hypnotic Poison habe ich diesen Monat extremst, extremst wirklich oft benutzt, ja. Joy wird jetzt wahrscheinlich sagen, boah, und dann noch genau die beiden, die ich absolut zum Kotzen finde. Joy, meine liebe Freundin, hasst die beiden Düfte. Ich finde sie toll und ja, ich habe diesen, wie gesagt, diesen Monat sehr, sehr häufig zu den beiden gegriffen. Mache ich weiter mit Nagellacken, weil normalerweise mache ich Nagellacke immer am Schluss. Nagellacke sind ja bei mir immer so ein Ding und zwar zeige ich euch immer nicht meine Favoriten, sondern einfach die Nagellacke, die ich in diesem, also in dem Monat getragen habe. So, und das sind diesen Monat total viele gewesen. Und da fangen wir am besten mal an mit der Reihenfolge, wie ich sie auch getragen habe. Und zwar ist das einmal von Kiko. Oh, ich liebe, das ist wirklich mein Lieblingston von Kiko. Nach diesem roten, aber rot findet man ja überall. Aber das hier ist so ein Bikini Sautini Ton. Das hier ist Bikini Sautini von Kiko. Quatsch, von Essie. Und das hier ist Kiko. Vielleicht, so sieht man, könnte man ja denken, oh, der ist ja mehr blau und der ist ja mehr lila, aber eigentlich nicht. Nur, dass der hier so Glitzerpartikelchen drin hat und ich finde diese Farben einfach wunderschön. Echt, und der hält super lange. Dann habe ich Go Ginza von Essie drauf gehabt. Ich weiß gar nicht, war das mal eine LE oder gibt es den im Standardsortiment? Aber keine Ahnung, es ist halt ein ganz pastell-hell Flieder und der sieht so aus. Dann hatte ich drauf den hier, Sunday Funday. Und immer wenn ich den im Video drauf habe, da fragt ihr mich immer, was ich auf den Nägeln habe, weil der wirklich ein total schöner Sommer-, also Frühlingston ist. Und der war mal in einer LE, ist aber mittlerweile im Standardsortiment. Das ist halt so ein total süßes Peachy-Rosa. Mit silbernen Flittern drin. Danach habe ich auch einen aus, das waren mich, die beiden waren, als ich mir die geholt habe, waren die noch in einer LE. Und zwar ist das hier der The Girls Are Out. Der hat, ist halt genauso mit diesen Silberflittern drin. Ist halt so ein Ton. Und ich muss sagen, den habe ich das erste Mal in einem Jahr. Ich habe den letztes Jahr zu meinem Geburtstag geschenkt gekriegt und habe den jetzt erst das erste Mal aufgetragen. Und als ich diesen aufgetragen habe, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sogar noch ein Foto auf dem Handy davon. Wenn ich es finde, verlinke ich euch das mal. Oh Quatsch, zeige ich es euch mal hier. Ich war sowas von begeistert von dieser Farbe. Also in Flächen kommt die gar nicht so toll rüber wie auf den Nägeln. Und den habe ich sehr gerne getragen. Danach kam Fifth Avenue dran. Den habe ich relativ neu und den habe ich dann natürlich auch direkt mal auftragen müssen. Das ist halt so ein total schönes Rot-Orange, was total schön in den Frühling reinpasst. Danach hatte ich, der ist auch neu, habe ich Cocktail Bling getragen und den habe ich auch sehr gerne getragen, weil das ein richtig toller, tolles Taubenblau-Grau ist, was ich sehr schön finde. Und zum Schluss, somit auch jetzt, kann ich euch mal auch mal so zeigen. Kann man das sehen? Ich denke ja. Habe ich wieder mal mein Urban Jungle drauf. Ich liebe diesen Ton einfach. War mal eine LE. Oder ja, genau. Es war eine LE und ist immer noch eine LE. Also ist halt limitiert und ist so schön. Das war meine Nagellacke, die ich diesen Monat verwendet habe. Jetzt zeige ich euch am besten mal meine Lieblingsmascara. Und da habe ich nämlich eigentlich diese hier gehabt. Das ist die Princess False Lash Mascara von Essence. Bis mir aufgefallen ist, dass ich extremst tränende Augen bekommen habe davon. Ich habe erst die ganze Zeit gedacht, das ist vielleicht vom Wetter, Wind oder sowas. Aber nein, und wenn ich dann diese verwendet habe, die Orange, hatte ich das nicht. Und es ist halt so eine Hassliebe. Eigentlich finde ich den total toll, diesen Effekt, was diese Mascara zaubert, diese grüne. Aber sie leider
drehen meine Augen davon. Also eigentlich ist es ein totaler Favorit, was sie mit meinen Wimpern macht. Allerdings ist die Formulierung dann schon besser. Augenbrauen. Immer noch meine Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade in der Farbe Blond. Trage ich auch heute wieder. Es gab, glaube ich, keinen Tag, seitdem ich sie habe, wo ich sie nicht genommen habe. Sie ist einfach ein... Sie bleibt halt immer, wo sie ist. Ne? Man braucht halt kein Augenbrauengel mehr oder so. Och, jetzt kommt die Sonne aber schön raus. Ich kann da nichts mehr zu sagen. Dann gab es ein Pigment, was ich diesen Monat wieder sehr häufig herausgekramt habe. Und bei Pigmenten ist es wirklich schon ein Ding, wenn ich das gerne mal benutze. Weil Pigmente sind immer so, man greift halt eher zu Lidschatten. Ne? Und das ist halt ein Inglot-Pigment in der Farbe 85. Und das kann ich euch jetzt gerne mal swatchen. Wow. Das ist halt so ein Pigment wie das Blue Brown von MAC. Und das sieht so aus. Und je nachdem, wie man es ausblendet oder sowas, wird das halt eine richtig tolle Farbe. Ich finde das so schön. Und gerne nehme ich das dann halt in Verwendung oder Verbindung mit diesem Bronzer von einer P2 LE von vor 2 oder 3 Jahren. Das habe ich im Moment auch in meinem 10-Pen-Projekt drin, weil ich es auch brauchen möchte. Und ich bin halt wirklich sehr gut dabei, weil ich benutze es jeden Morgen, um meinen Lidschatten auszublenden. Und das ist der perfekte Blendeton. Ja, bin schon fast traurig, dass es leer ist. Aber das habe ich mir ja zum Projekt genommen. Ne? Also wirklich ein sehr tolles Produkt, was man auch zweckentfremden kann, wenn das halt nicht die richtige Farbe zum Konturieren ist. Was nämlich die richtige Farbe bei mir zum Konturieren ist, ist das Nyx Blush in der Farbe Taupe. Und das ist für mich die perfekte aschige Farbe, um mein Gesicht zu konturieren. Ich glaube, ich habe euch das schon ganz oft geswatcht und das sieht halt so aus. Das ist halt wirklich sehr schön aschig und ne? Und ich konturiere damit jeden Morgen mein Gesicht. Muss auch dazu sagen, ich habe da früher mit so einem Real Techniques Konturpinsel gemacht. Mittlerweile nehme ich einen Pinsel, der ist, glaube ich, aus dem... Ich glaube, das war der Pinsel vom Rocateur. Diese von Benefit, da setze ich einfach nur an. Ich glaube, in meinem letzten Get Ready sieht man das. Und dann gehe ich einfach nur lang, mache einmal so und dann verteile ich das so nach hinten. Finde ich perfekt, diese Pinselchen zum Konturieren. Wo wir doch bei Kontur- und Teint-Produkte sind, zeige ich euch jetzt direkt meine 3 Lieblingsblushes von diesem Monat. Das war einmal von MAC ein Produkt, von MAC ein Blush in der Farbe Pleasure Model. Und der sieht so aus. Man sieht auch schon, die Prägung ist schon ordentlich runtergenudelt und dieses Blush ist einfach nur ein Traum. Ich liebe dieses Blush, das ist so schön und das habe ich ständig verwendet diesen Monat. Beziehungsweise, ja, doch ist ja noch diesen Monat. So, dann habe ich mein Dallas Blush von Benefit total häufig verwendet, wenn ich halt ein stärkeres Augen-Make-up oder halt auch so ein Nude-Make-up, also so ein etwas zurückgenommenes Make-up wie heute getragen habe. Und um halt diesen Nude-Look halt zu komplettieren, nennt man das so, ich glaube schon. Oder halt einfach, wenn man ein starkes Make-up hatte, dass man halt etwas auf den Wangen zurückgenommen hatte. Und das ist halt dieses Blush, was ich hier geswatcht habe, da. Ist halt wirklich ein total schönes, relativ unauffälliges, aber schon... tada, Blush. Und nicht zu vergessen natürlich mein Rocateur von Benefit ebenfalls. Und ich finde dieses Blush einfach, das geht immer. Das geht verdammt nochmal immer. Und die Textur von diesem Blush, das ist einfach so schön. Und das Blush ist das hier. Ich habe euch ja gerade ein Pigment von mir gezeigt, was ich halt wirklich diesen Monat sehr oft verwendet habe. Es gab aber auch 2 Lidschattenpaletten, zu denen ich besonders häufig gegriffen habe. Und das war zum einen meine Naked, also von Urban Decay, Naked Basics Palette. Damit habe ich mich auch heute wieder geschminkt und ich benutze dann halt immer total gerne den Venus. Das ist halt der hellste Ton hier. Den benutze ich halt gerne für den inneren Augenwinkel. Dann... WOS heißt das, glaube ich, hier dieser Ton. Den benutze ich dann halt gerne fürs komplette Lid. Faint, also dieser Ton,
benutze ich dann zum für in der Lidfalte. Den hier zum Ausblenden und den hier zum etwas Intensivieren im äußersten V. Außer das Foxy, das benutze ich nicht so oft, das Gelbe hier. Gelb ist gut, ne? Aber halt so gelbig. Aber ich finde diese Palette einfach so schön. Ja. Und welche Palette ich auch diesen Monat sehr, sehr häufig, wonach ich gegriffen habe, war Too Faced Chocolate Bar. Ja. Die ist einfach nur toll, die Palette. Ich kann die nur empfehlen. Sie ist natürlich ziemlich teuer hier in Deutschland. Ne? Ich glaube, die kostet hier um die 55, 56 Euro und dann noch Versand, wenn er die irgendwie kriegt. Ist nicht so toll, ne? Aber ja, sie ist schon schön. Ich finde sie sehr, sehr schön. Um die Augen zu um noch ein wenig auf die Augen zuzugreifen, möchte ich euch meinen neuen Liebling vorstellen in Sachen Eyeliner. Und das ist von Art Deco der High Precision Liquid Liner. Und der sieht so aus, der ist wirklich, der malt halt schön dünn und präzise, der malt auch etwas kräftiger, je nachdem wie man es haben möchte. Und ist zwar ein bisschen teurer mit seinen 15 Euro, aber ich finde jeden Euro wert. Also ich habe noch nie so einfach einen Wing gezogen. Wahnsinn. Und gerade ich einen Wing. So, und um meine Augenpartie ein wenig zu highlighten oder halt meine Augenschatten, die ich halt im Moment halt ziemlich stark habe, wegzuzaubern, habe ich diesen Monat halt sehr gerne den Fit Me Concealer von Maybelline genommen, in der Farbe Nr. 10. Und das ist halt ein heller Ton und der kriegt auch Gott sei Dank nicht in die Fältchen oder sowas. Den kann ich mit Sicherheit auch noch im Sommer benutzen, weil der halt zwar hell ist, aber nicht ganz so extrem, wie ich mir das gewünscht habe. Deswegen habe ich mich halt, Ende des Monats habe ich mir halt den Manhattan Wake Me Up Concealer geholt, den ich mich auch heute trage. Aber trotzdem war dieser hier mein absoluter Liebling im Februar, März. Im Februar, März? Habe ich gerade gesagt, ne? Im Monat März. Und dann habe ich noch drei Lippenstifte, die ich besonders häufig, also getragen habe diesen Monat. Das hört sich immer so komisch an, weil ich trage wirklich viel, also unterschiedlich, immer wieder was anderes an Lippenstiften. Aber die drei bzw. vier Lippenstifte sind halt extrem häufig bei mir. Und zwar ist das nämlich einmal, das sind nämlich drei Lippenstifte und einmal so einen Gloss-artigen. Dieser Gloss, den habe ich euch letzten Monat schon gezeigt. Das ist ja aus dieser Caress-Serie von L'Oreal. Und immer wenn das Wetter so ein bisschen nach Sonne aussah und so ein bisschen Frühling und ich hier irgendwie ein frühlingshafter Look anhatte und sowas, habe ich zu diesem hier gegriffen. Das ist halt der Caress in der Farbe 200 Princess. Und ja, die werden langsam, gehen die auch schon zur Neige, die Dinger. Und die, wegen diesem guten Stück habe ich mir diesen Monat auch ein paar Nude-Lippenstifte mehr gegönnt, weil ich einfach auf diesen Nude-Trip auf einmal war, wegen diesem guten Teil hier. Der sieht so aus. Ja. Und übrigens die anderen Caress, diese Lipgloss-artigen, die sehen übrigens so aus. Ich habe das gerade nicht so in die Kamera gehalten, ne? Wenn es nochmal Farbe sein durfte, habe ich dann gerne, und schon wieder L'Oreal, oh mein Gott, den L'Oreal Collection exklusiv ja, bei Eva Longoria, habe ich gerne genommen, den Color Reach Pure Red. Ja, das ist halt ein matter, roter, total toller, langanhaltender, roter Lippenstift. Und den habe ich halt sehr gerne verwendet. Und wenn rot, dann war das eigentlich fast nur dieser diesen Monat. Und dann halt kommt noch ein Astor, yes, Gott sei Dank noch mal ein anderer. Ne? Also ein Astor Lip Butter, ein matter in der Farbe Elegant Nude. Und den habe ich so oft getragen, seitdem ich ihn habe. Und das ist der hier. Und so schaut er aus. Und das waren sie schon, meine Favoriten aus dem Beauty-Bereich. Und diesmal war das gar nicht ganz so viel wie sonst, halt nur extrem viele Nagellacke, wie ihr gemerkt habt. Und ja, was habt ihr diesen Monat denn extrem häufig benutzt? Würde mich mal interessieren. Und gut, okay, ihr Lieben, bis dann. Und vielleicht bis zum nächsten Favoritenvideo oder bis zum nächsten Video. Das hoffe ich natürlich extrem. Okay, bis dahin. Tschüss.